Schwangerschaftstest. Oh, Heidi, ich liebe Tests. Komm, die erste Frage. Hilft Ihr Mann Ihnen im Haushalt? A, regelmäßig, B, manchmal, C, nie. Hm, da kreuze ich mal B an. Bei mir kommt D hin. Was soll ein D sein? Heidi, hast du meine Hose gesehen? D, er weiß nicht, was ein Haushalt ist. Unten im Schrank! Nächste Frage. Hat Ihr Mann genügend Zeit für Sie? Da kreuze ich gleich mal ein klares Nein an. Och, jetzt übertreibst du aber. Nein, gar nicht. Warte mal. Didi? Didi? Jetzt nicht, du. Ich habe keine Zeit. Siehst du? Oh, Heidi, Heidi. Ist das nicht euer Lied? Anstatt mich aufzufordern, hat er mich einfach an die Hand genommen und auf die Tanzfläche gezerrt. Romantisch. Hör mal, da ist nichts unten im Schrank. Sehr. Nächste Frage. Bespricht Ihr Mann mit Ihnen seine Probleme? Rosita, Schatz. Ich hab Hunger. Ich auch. Ja. Na, was macht der kleine Hautkrebs? Nicole, Schatz, komm, setz dich doch zu uns. Da erfährst du was über Männer. Ich hab Hunger, Mama. Ich fürchte, sie hat schon alles gelernt. Wie findest du meinen neuen Badeanzug, so klein ist? Nicht schlecht, was sagt ein Papa dazu? Der hat ihn noch gar nicht gesehen. Aber eben nicht. Aha, da können wir ja gleich die nächste Frage beantworten. Also diese Mücken machen mich wahnsinnig. Und das Öl, das sie abschrecken soll, lockt sie nur noch mehr an. Wie reagiert Ihr Mann, wenn Sie sich ein neues Kleidungsstück kaufen? Und? Was sagst du? Wann gibt's für uns was zu essen? Schreibt, dass er blind ist. Papa, jetzt guck doch mal, was siehst du denn da? Dass deine Mutter jetzt lange genug in der Sonne gelegen hat. Roswitha, so viel Sonne ist überhaupt nicht gut für dich. Meine Rede, setzt euch ans Vorzelt. Ja, da könnt ihr uns ein paar Schnittchen schmieren. Vorher müssen Sie uns aber noch helfen, diese Frage zu beantworten. Sie wollen etwas mit Ihrem Partner unternehmen. Wie reagiert er? Wollt ihr was mit uns unternehmen? Was unternehmen? Was unternehmen? Ja, im Prinzip immer, das weiß, aber im Moment mache ich gerade Inventur. Ich weiß auch gar nicht, wo ist eigentlich die Liste vom letzten Jahr? Ja, und was unternehmen können wir auch zu Hause? Das macht 2 mal C. Was eigentlich mit dir, Nicole? Hast du keinen Hunger? Naja, ja. Wisse, deine Familie verhungert fast und du sitzt seelenruhig im Liegestuhl und guckst dir das an. Du hast recht. Ich kann das Elend nicht mehr sehen. Komm raus, Vita, wir gehen. Wo geht ihr denn jetzt hin? Wir gehen, wo gehen wir eigentlich hin? Weg. Wir gehen weg. Was? Herr Röther, ich kann doch unmöglich Fisch ohne frischen Estragon grillen. Die Pfirsichrakete? Der Fisch an sich ist doch von Natur aus eher geschmacksneutral. Letzte Woche, Herr Tenbergen, haben Sie frisches Basilikum verlangt. Jetzt habe ich frisches Basilikum, jetzt verlangen Sie frischen Estragon. Ja, soll ich denn etwa Fisch mit Basilikum machen? Haben Sie wenigstens frische Petersilie? Ich habe sie tiefgefroren. Petersilie, Herr Pröter, ist ein hochwertiges Lebensmittel, das sein ganzes Aroma nur frisch entfaltet. Die beiden Damen hier werden Ihnen das bestätigen können. Und das hier ist ein Campingkiosk und kein Feinkostgeschäft. Auch ein Campingkiosk sollte in der Lage sein, die Wünsche seiner Kunden zu befriedigen. Gebe ihm noch eine Chance. Mascarpone. Haben Sie Mascarpone? Was ist das denn? Haben Sie gehört, meine Damen? Herr Pröter weiß noch nicht einmal, was Mascarpone ist. Was ist denn das? Ein sehr cremiger italienischer Frischkäse. Den braucht man für Tiramisu. Heidi kennt sich aus mit Italien. Sie lernt nämlich gerade Italienisch. Die italienische Küche ist für mich der Olymp. Sie kochen gern, Herr Tenbergen, was? Ja, leidenschaftlich. Unsere Männer können nicht mal Schnittchen. Haben Sie schon immer gekocht? Ich meine, auch vor Ihrer... Trennung, meinen Sie? Ja, immer schon. Aber meine Frau hat auf so etwas eigentlich nie Wert gelegt. Sie hat mir oft genug vorgeworfen, dass ich mit meinen Kochbüchern mehr Zeit verbringe als mit ihr. Mein Dieter verbringt die meiste Zeit damit, Kartons im Vorzelt zu stapeln. Und meiner mit Maulwürfen. Oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bei zwei so reizenden Damen. Ich möchte ja nicht aufdringlich erscheinen, aber ich hätte was Besseres anzubieten als dieses Kunstspeiseeis. Sie haben wohl an allem was zu meckern. So auf 10 Mark zurück.
Was gibt's denn an meinem Eis auszusetzen? Zum Beispiel der Preis. Dürfte ich die Damen vielleicht zu meinem berühmten Bärensorbet einladen? Also ich weiß nicht, wir haben doch schon ein Eis. Natürlich darf er uns einladen. Tja, dann. Tschüss, Herr Brüter. Wiedersehen. Ja, hallo. Hier habe ich was für dich. Den Ton, den das Gerät erzeugt, 695, den hört nur die Mücke, du nicht. Naja, pass auf, hier ist was anderes. Also, mal ab. Das trägst du einfach um den Hals. Und wie gesagt, den Ton, den das Gerät erzeugt, 498, den hört nur die Mücke, du nicht. Was ist denn das für ein Ton? Das ist der Ton, den ein Mückenmännchen von sich gibt, wenn es balzt. Ja, aber dann zieh ich alle Mücken an. Eben nicht. Die Mückenweibchen machen jetzt einen riesen Bogen um dich rum. Wieso? Das verstehe ich nicht. Weil Mückenweibchen zurzeit keine Lust haben auf Mückenmännchen und nur die Mückenweibchen stechen. Aha. Hm. Oh, und wenn jetzt doch eins scharf auf mich ist, was dann? Ja, dann. Ja, dann stellst du einfach schnell das Ding aus. Sag mal, wo bleiben eigentlich die Frauen? Was machen die ganze Zeit? Was soll ich schon groß machen? Irgendwo ist großes Weibertreffen und dann wird wieder rumgetratscht. Ich krieg langsam Hunger. Na, ich auch. Weißt du was? Im Vorzelt ist Brot, Butter und Aufschnitt. Mach's uns beiden gleich was. Ja, jetzt geht's los, wa? Naja, na dann flüssig. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist mit euch los? Wir waren Eis essen. Bei Herrn Tenberken. Was habt ihr denn bei dem Tenberken zu suchen? Stell dir mal vor, bis vor 2 Stunden wusste ich noch nicht mal, was ein Sorbet ist. Und jetzt habe ich 2 davon gegessen. Oder getrunken? Hör mal, wir sitzen hier seit Stunden rum, verhungern fast und... Und eure Frauen gehen einfach zu einem alleinstehenden Herrn auf den Platz. Auf den wunderschönen Platz. Und lassen sich von ihm verwöhnen. Oh, ich glaube, ich werde ein bisschen melancholisch. Roswitha, du hast Alkohol getrunken. Nur auf dem Eis. So ein bisschen Amaretto. Du, das Eis, das war nur so groß. Und da musste man ein bisschen nachwürzen. Jawohl, nachwürzen. Tenberken, diese Lusche füllt unsere Frauen mit Alkohol ab. Hajo, Herr Tenberken ist ein sehr charmanter, kultivierter junger Mann. Ihm ist auch sofort Heidis neuer Badeanzug aufgefallen. Hm. Sag mal, du führst fremden Männern deinen Badeanzug vor? Du wolltest ihn ja nicht sehen. Herr Tenberken hat nur Aas auf unserem Fragebogen. Und der ist so selbstständig. Der kann sogar kochen. Der braucht keine Frau, um seine Hose zu finden. Der hat gar keine. Moment mal, ihr habt mit einem Mann in seinem Wohnwagen Eis gegessen, der keine Hose anhatte? Er hat keine Frau. Ach, und dann lädt er euch beide zum Eisessen ein. Herr Tenberken ist ein sehr feiner Mann. Der spricht mit vollem Respekt von seiner Frau, obwohl sie ihn verlassen hat. Ja, ein feiner Mann, der Herr Tenberken. Vergnügt sie mit unseren Frauen. Andersrum, mein Brummbär. Wir haben uns mit ihm vergnügt. Aber wir müssen mal ein ernstes Wort mit dem Herrn reden. Quatsch, er ist doch völlig unter unserem Niveau. Ist auch wieder wahr. Und zisch und klack und weg. Prost. Übrigens haben wir Herrn Tenberken zum Essen eingeladen. Was? Ihr wollt für den kochen? Nö. Herr Tenberken kocht für uns. Prost. Also... Roswitha, achten Sie bitte ganz genau auf die Wärmezufuhr. Die Suppe darf auf gar keinen Fall kochen. Sobald die Oberfläche anfängt, sich zu bewegen, geben Sie Bescheid. Ach, ist das alles aufregend. Na, meine Herren, wie weit sind Sie mit den Kartoffeln? Ich glaube, das dauert noch. Wenn du die Schalen weiterhin so dick abschneidest, musst du nur noch viel mehr Kartoffeln schälen. Wie ich das in Betrieb erzähle. Die kann man doch sicherlich auch geschält kaufen, oder? Die Augen muss man übrigens rausschneiden. Habe ich dir schon mal gesagt, dass dein Vater dich sehr gern hat? Trotz allem. Ich wollte euch nur helfen. Hier. Guck mal. Die sieht doch ganz gut aus, oder? Das ist doch nichts für Männer kochen. Sag das nicht. Die berühmtesten Köche sind Männer. Müssen die alle so einen Affentanz machen wie der da drin? Liebe Heidi, die Schüssel nicht zu nah an den Körper halten. Ach, keine Sorge, da passiert schon nichts. Doch. Das Eiweiß wird durch ihren Körper zu stark erhitzt und dann nur noch sehr schwer steif. Ja, das Eiweiß.
Also ich tue mal ein bisschen Sahne steif dran. Also, meine Herren, ich muss Sie jetzt wirklich bitten, sich zu beeilen. Das Wasser kocht. Außerdem müssen wir den Brokkoli noch blanchieren. Was heißt das eigentlich, Herr Tenberken? Wir setzen den Brokkoli ganz kurz, aber wirklich nur ganz kurz, circa 60 Sekunden in kochendes Wasser, dann 20 Sekunden in eiskaltes Wasser. Das nennt man blanchieren. Was Sie alles wissen. Meine Frau kann nur blondieren. Heidi, Sie müssen etwas stärker schlagen. Herr Tenberken, Herr Tenberken, jetzt kommt's gleich. Meine Güte, sind Männer primitiv. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Oh, vielen Dank. Wenn Sie so singen wie eben, dann ist das wie früher bei wie heißt der, Vico Toriani? Besser nicht, sonst wird der Quark ranzig. Für ein Schleimer. Oberschleimer und Weichei. Totales Weichei. Sag mal, warum fallen Frauen eigentlich immer auf solche Typen rein, hä? Tun sie ja gar nicht. Seine Frau hat ihn ja verlassen. Kluge Frau. Jetzt hört mal zu, ihr zwei Spaßmacher. Ich lasse mir von euch beiden nicht den Abend versauen. Tut wenigstens für ein paar Stunden so, als ob ihr zivilisierte Menschen wärt. Du meinst, wir sollten uns eine Schürze anziehen und über Brokkoli reden? Heidi, das Wasser kocht. Vico Toriani will ich sprechen. Ich mein's ernst, Hajo. Oh, mal für einen kurzen Moment frische Luft schnappen. Und, die Herren? Klappt's hier draußen? Naja. Ganz neue Technik, was? Doch, gut, wenn man es nicht gewohnt ist. Und Ihre Frau hat Sie einfach so verlassen? Ach Gott, ja, Frauen, wissen Sie. Frauen sind manchmal schwer zu verstehen. Man weiß nie, wie man es ihnen recht machen soll. Muss sie doch so schön singen. Und? Die beiden Herren wollen sich vor dem Essen noch umziehen? Ich weiß nicht, was meinst du, Dieter? Wollen die beiden Herren sich vor dem Essen noch umziehen? Nee, die beiden Herren wollen sich vor dem Essen nicht mehr umziehen. Na, störe ich die Männerrunde? Ach, der Wein für heute Abend. Ja, das ist ein guter Tropfen. Sogar mit richtigem Korken. Der Wein stammt aus dem Kiosk von Herrn Pröter, stimmt's? Die hat Hajo extra für heute Abend besorgt. Nein, uns ja Spätlese, was ganz was Edles. Mhm. Man kann ihn wunderbar zum Kochen verwenden. Ja. Die letzte. Ein Hochgenuss. Oh Mensch, war das gut. Herr Tenberken, Sie sind ein richtiger Zauberer. Nee, muss ich sagen. War nicht schlecht. Aua. Vielen, vielen Dank. Obwohl das Pürieren der Himbeeren ohne Haarsieb, das war nicht einfach. Naja, Sie haben sie ja dann doch noch matschig gekriegt. Es war exzellent, Herr Tenberken. Mann, die Musik nervt. Kann ich mir was anderes auflegen? Aber kleines Fräulein, das ist Händel. Da kann man doch nicht sagen, der nervt. Wer nervt, ist ja keine Frage. Ich bin kein kleines Fräulein. Sie haben eine süße Tochter. Haben Sie Kinder? Ach nein, 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 nein. Dazu ist es leider nie gekommen. Vor lauter Kochen. Ja. Hajo, wie wär's, wenn du und Dieter mal den Tisch abräumen? Da, schon wieder eine. Von wegen. Die Mückenweibchen haben zurzeit keine Lust. Die sind ganz wild auf mich. Vielleicht hat ihr Mann süßes Blut. Was hab ich? Ja, doch, das war doch nur ein Scherz von mir. Sagen Sie, grillen Sie auch mal, Herr Tenberken? Oh, nein, 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 eher nicht. Wissen Sie, die Schadstoffe, die beim Grillen freigesetzt werden. Das macht den leckeren Geruch. Hier wird das ganze Jahr gegrillt. Wir grillen hier auch sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Nicht wahr, Nicole? Da läuft vor allem kein Händel. Höchstens Brathändel. Aber so ein festliches Menü ist doch einfach ganz was anderes. Brathändel ist gut, ne? Ja, da hätte ich jetzt Appetit drauf. Ihr wolltet den Tisch abräumen. Tja, meine Herren, das wäre doch was, ne? Und wenn Sie dann den Damen und mir noch einen Kaffee servieren würden? Jetzt passt mal auf, Herr Bocuse. Dieser ganze Abend hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn dir was nicht passt... Meine Herrschaften, bitte, wir wollen doch keinen Streit. Hey, Viertel nach acht. Pokalspiel. Komm, wir gehen drüber gucken. Oh ja, Pokalspiel. Da komm ich mit. Diese Trampel. Es tut mir jetzt leid, Herr Tenberken, ach dass Gott, das so... Und sagen Sie doch bitte Hartmut zu mir. Ja, genau, Hartmut. Wir lassen uns den Abend einfach nicht verderben. Genau, Herr Tenberken bleibt sitzen und wir räumen das jetzt schnell ab. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir spülen zusammen. Und dann serviere ich den beiden Damen noch ein Cappuccino. Und dazu gibt's Pavarotti. Oh ja, lecker Pavarotti. Aber meinen bitte mit ganz viel Sahne.
Los, aufwachen, ihr zwei! Papa! Mama ist weg! Klasse. Einfach abkauen mit diesem Schnulzenfutzi. Und gesagt haben sie gar nichts. Nur, dass sie einen Ausflug machen wollten zu irgendeinem Schloss. Bestimmt Schloss Hohenpersau. Da wollten Roswitha und Heidi immer schon mal hin. Also weiß ich das nicht. Komm, Papa, letzten Sommer hat Mama fast jedes Wochenende davon gesprochen. Gib mir noch mal so eine Aspirin. Manchmal können die richtig lecker schmecken, ne? Vielleicht bringt's ja was, wenn ich diesem Tim Bergen mal was auf die Nuss hau. Bequatsche unsere Frau, mit ihm wegzufahren. Das war doch ihre Idee. Wie kann man nur mit so einem Schleimspecht zu einer Schlossbesichtigung fahren? Da, habt ihr das mal gelesen? Der große Partnerschaftstest. Wie viele Punkte geben sie ihrem Partner? Haben die uns getestet? Was soll der Scheiß? Von 100 möglichen Punkten hat Dieter 28 und du 11. 28 Punkte? Nicht schlecht. Immerhin 17 mehr als du. Das kann doch gar nicht sein. Gib mir ja den Krampf. Na, da. Hab's doch gewusst. Was denn? Von der Frau. Der Test ist von der Frau aufgesetzt. Kann da nichts werden. Hier steht, dass deine Frau sich von ihrem Mann vernachlässigt fühlt. Tja, Hajo. Da würde ich mir mal ernsthaft Gedanken drüber machen. Was gibt das denn jetzt? Muss ich mir jetzt von Mr. 28 Punkte einen Vortrag über harmonisches Eheleben anhören? Kannst du dir denn wirklich nicht vorstellen, warum Mama und Roswitha mit dem Typ abgehauen sind? Keine Ahnung. Weil sie an Geschmacksverirrung leiden? Mal eine ganz verrückte Idee. Vielleicht hat er was, was wir nicht haben. Na klar. Er singt wie Vico Toriani und kann Brokkoli kochen, ohne dass er weich wird. Blanchieren heißt das. Das habe ich mir gemerkt. Ach, willst du dafür jetzt einen Extrapunkt haben? Ist das, worum es hier geht? Den ersten Preis im Himbeer zermatschen? Was hat er denn schon großartig gemacht, der Kochgockel? Ein paar Rezepte auswendig gelernt und Lebensmittel in der richtigen Reihenfolge in den Topf geschmissen. Wenn's weiter nichts ist, kann doch jeder kochen. Stinke einfach ist das. Hier steht nur was vom Dünsten. Brennen finde ich nicht. Ah, jetzt fängt das schon wieder an. Ich werd verrückt. Hallo, was soll ich denn machen? Versuch's doch mal mit Singen. Das ist ja schon wieder braun und klebrig geworden. Das sehe ich selber, danke. Mach nichts. Einen sauberen Topf hast du ja noch. Wo? Bist du sicher, dass du genau nach Rezept vorgegangen bist? Gib doch mal her, das Ding. Wer kommt denn auf die Idee, Apfelsinen in Zucker zu braten? Das heißt karamellisieren. Jetzt fang du auch noch an. Ein Klugscheißerei. Seit 3 Stunden sitzen wir hier im Vorzelt und murksen rum. Weil ihr Mama und Roswitha überraschen wolltet. Na, die Überraschung ist gelungen. Bei Tim Bergen hat das aber nicht so ausgesehen. Irgendwas machen wir falsch. Vielleicht ist der falsche Zucker. Ich meine mit den Frauen. Geht das jetzt schon wieder los? Ja, vielleicht gibt er ihnen das Gefühl, gebraucht zu werden. Wenn es weiter nichts ist, hierfür brauchen wir sie unbedingt. Ach, davon rede ich doch nicht. Eben, es geht darum, dass sie einfach zu wenig tut. Du hältst dich da raus. Ja, vielleicht hat sie mal recht. Ach, was hat sie noch nie gehabt? Du kannst die Wahrheit einfach nicht ertragen. Hajo, es stimmt, wir machen zu wenig. Jetzt mach mal einen Punkt, Dieter. Weißt du, was ich das ganze Wochenende hier zu tun habe? Mit dem Wagen, mit dem Rasen und? Hajo! Ja, nix, Hajo. Meinst du, Heidi käme mitten in der Woche anmarschiert und würde mir mitteilen, dass heute Abend bei uns ein fremder Mann kocht, den sie beim Eisessen kennengelernt hat? Du dir mitten in der Woche Gedanken über unsere Frauen machen und als Ergebnis dieser Überlegung Apfelsinen in Zucker braten? Karamellisieren! Pass auf! Nein, sowas passiert nur hier. Die ganze Woche alles wunderbar. Nur am Wochenende. Nichts als Ärger. Na, sag's dir. Das war der letzte Topf. Alles wieder blitzsauber. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso die in der Werbung immer dabei grinsen, wenn sie Geschirr spielen. Und ich verstehe nicht, wo die bleiben. Wenn die nicht bald kommen, dann essen wir alleine. Die Bohnen werden doch ganz labberig. Wenn wir wenigstens wüssten, was labberig auf Französisch heißt. Nö. Steht man stundenlang am Herd, rackert sich ab. Und dann kann man das Essen wegschmeißen, weil die Damen nicht nach Hause kommen. Du weißt ja, wie die Frauen sind. Denken immer nur an sich. Das kannst du laut sagen. Mann, da wird Mama aber staunen. Staunen? Die wird auf die Knie sinken und mich um Verzeihung bitten. Hol mir doch mal ein Bier. Es war abgemacht, dass du dir ein Bier in Zukunft selber holst. Dann sei eine gute Gastgeberin und hol unserem Gast hier ein Bier. Hm? Ja, und weil ich schon mal unterwegs bin, kann ich dir gleich eins mitbringen. Ich weiß. Jetzt gescheit, meine Tochter, was? Oh, da kommen sie.
Tu ganz unauffällig. Hm? Was soll ich denn machen? Schürz ab. Hallo! Ja, gut, meine Damen, Mut, wir haben es gleich geschafft. Ach, die Herren, Sie haben vielleicht einen schönen Ausflug verpasst. Stimmt's, die Damen? Oh, tun mir die Füße weh. Oh, wenn ihr wüsstet, wie viel Zimmer so ein blödes Schloss hat. Aber, Roswitha, Sie haben doch schon nach der Hälfte aufgegeben. Ja, keine Kondition, die Damen. Wir sollten mal ein kleines Fitnesswochenende veranstalten. Was ist das denn? Guck mal, Heidi. Nicole, hast du das etwa alles gemacht? Aber Mama, es waren Papa und Dieter, die wollten dich überraschen. Och, Didi, wie süß von dir. Tja, Herr Wipper, hübsche Idee. Und so herrlich rustikal. Nur die Gläser für Wein, sind das die falschen? Oder hat das kleine Fräulein den Tisch gedeckt? Auf jeden Fall hat das kleine Fräulein nur für 5 gedeckt. Tja, Herr Tinbergen, vielen Dank nochmal für den Ausflug und schönen Abend noch. Ach so. Kleine Familienfeier. Ja, nett, nett. Ja, dann will ich nicht länger stören. Nee. Einverstanden. Ach, meine Herren, und schon wieder diese ungesunde Zubereitungsart. Herr Tinbergen? Ja? Wiedersehen. Ja, dann, Roswitha? Heidi? Herzlichen Dank für den schönen Nachmittag. Danke Ihnen auch. Tschüss. Wiedersehen, bis bald. Verpiss dich. Und? Was gibt's denn, ihr Meisterköchin? Tja, eigentlich wollten wir ja was Französisches machen. Das habt ihr auch versucht, aber dann haben sie es nicht mehr aus dem Topf rausgekriegt. Und darum gibt's heute Steaks an einer Bohnen-Kreation im Pommes Frites-Bett. Wie lecker! Du sagst ja gar nichts, Heidi. Ja, Mama, findest du es denn nicht toll? Doch, sieht gut aus. Was fehlt denn noch? Soll ich vielleicht auch noch singen wie dein Vico Toriani? Hajo, es geht um dein Benehmen letzte Nacht. Ach, und dein Benehmen heute Morgen? Du bist einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Quatsch, du warst eifersüchtig auf einen Mann, der nett zu deiner Frau war. Eifersüchtig? Auf diesen Brokkoli-Jongleur? Frühstück ist fertig! So schnell? Tja, ich war heute schon früher auf und, naja, kleine Überraschung. Der Kandidat hat 100 Punkte.